herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Katjas Welt. Im Anschluss seht ihr den Weg dahin, welche Klinik, was alles abgenommen wurde. Wir waren am, jetzt muss ich mal gucken, gestern war der 6., wir waren am 15. da. Und 15. April waren 3 Minuten vor 4 waren wir da, haben den Zettel ausgefüllt, dann kam die Ärztin und sagt, oh, Blut wurde gerade abgeholt, ja, ob wir nicht morgen kommen können. Sag ich, ja, na klar. Und dann haben wir gefragt, können wir diesen ausgefüllten Zettel mitnehmen, weil sonst müssen wir das ja morgen wieder machen. Sagt sie, ja, na klar, kein Ding. War auch gut so, weil am nächsten Tag hatte ich mich dann nämlich entschieden, Langzeitblutzucker auch mal testen zu lassen. Ich zähle euch jetzt mal auf. Ja, Entzündungswerte, Langzeitblutzucker, D3, Selen, Nieren, B12, TSH, FT3, FT4 und Entzündungswerte. 10 Werte haben wir, ich glaube, das war es auch, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, 10 Werte habe ich testen lassen. Dieses Mal habe ich meine Leberwerte nicht testen lassen, weil die sind, seitdem ich meine Ernährung umgestellt hatte, auch letztes Jahr hier in der Türkei immer noch top. Machen nämlich vor Jahren in Deutschland eine Katastrophe, obwohl wir keinen Alkohol trinken. Und mit meiner Ernährungsumstellung und waren die dann auf einmal top, konnte sich der Arzt dann auch nicht so erklären. Die Nierenwerte hatten sich langsam gebessert, deswegen halte ich die gerne noch so ein bisschen im Auge. Na, besonders, ich habe wenig getrunken in der Winterzeit, was eigentlich gar nicht so gut ist. War ein bisschen faul zu trinken. Bin ich mal gespannt, wie die Nierenwerte jetzt sind, weil die waren eigentlich stetig immer besser. Hier sollte man sowieso mehr trinken, weil man schwitzt mehr und. So. Warum? Ach, hier. Ich habe euch gestern ja, das hängt alles im Anschluss, ne? Da, weil das sah alles so rot, als wenn das blau, nein, ich erkläre euch auch. Also, man drückt ja danach und sie wollte dann das Pflaster drauf machen, seht ihr im Anschluss im Video, nicht wie. Ich hatte vergessen aufzunehmen. Ich wollte doch das BG-Aufnahme ganz vergessen, ist egal. Und auf einmal lief das Blut nochmal so runter, oh, da hat sie schnell Pflaster und nochmal Tupfer und ich sollte so machen. Dann habe ich es weggemacht. Und dann war da halt noch rot. Das sieht aus, als wenn es blau war, aber nicht. Ich bin jetzt mal, also erstmal, warum? Für die, die alle neu sind, warum lasse ich meine Werte immer testen? D3 nehme ich hier im Winter ab und an mal. Ja, kommt drauf an. Mein D3 war in Deutschland wirklich kacke. Obwohl der Arzt sagte, das war gut. Komisch. Naja, ist egal. Ärzte sind nicht allwissend. Ja. Meine Schilddrüse war sehr erkrankt, also heiße Knoten, kalte Knoten, Zysten, alles voll. Heiße Knoten hatte ich mir vom Dr. Korkusus entfernen lassen, sehr begeistert. Er sagte, eine OP wäre so unnötig gewesen. Er macht das mit Thermoablation, hat auch alles super funktioniert. Seitdem geht es mir auch noch viel besser und sowieso, weil wir hier in der Türkei wohnen. Also hat er dann gesagt, er wusste ja, dass wir auswandern und der kommt jetzt hier zweimal im Monat nach Antalya. Och, mashallah. Naja, weil ich dachte schon, ah, muss ich dann wirklich nochmal zu ihm zur Kontrolle, kann ich auch privat machen. Ne? Wir sind ja nicht mehr versichert und so in Deutschland. Auf jeden Fall lasse ich mein TSH, FT3, FT4 sowieso immer wegen der Schilddrüse kontrollieren, wie es ist, weil kann ja vielleicht auch wiederkommen und was ich eigentlich so hier gar nicht, ja, wieder so ein Nierenspender und Nierenwerte D3, B12 und für mich war jetzt wirklich wichtig, dass ich mal Selen und Zink testen lasse, weil ab und zu, ich mache mal so eine kleine Selen- und Zinkkur, ja, und ich hatte es eigentlich noch nie testen lassen, weil in Deutschland wollte der Arzt es nicht, auch wenn ich, wie mein D3 damals. Das Selen, muss ich sagen, war hier, was ist denn da los draußen heute? Das Selen, muss ich sagen, war hier wirklich das teuerste. Das hat sagenhafte 500 Tele gekostet, um den Selenwert zu bestimmen. Zink, ah, seht ihr, Zink und Selen habe ich, glaube ich, eben nicht aufgezählt, oder? Der Zettel hängt ja hinten dran, was wir alles testen lassen haben. Und die anderen Werte, also der Gesamtwert
für diese ganzen Werte war 2550 Tele und 500 Tele davon alleine war für den Selenwert. Nur mal, damit ihr es so einschätzen könnt. Das andere, ich glaube, der Langzeitblutzuckerwert hat 100 Tele gekostet. Ja, ich finde, das geht. Das sind 75 Euro. Ich weiß, damals beim Arzt habe ich, glaube ich, 38 Euro für den D3-Wert, weil der hat sich ja, ich sage, bezahlt die Scheiße alleine. Zuerst hatte ich ja dieses Cera-Screen gemacht, da war es 28 Euro, glaube ich, und nachher der Arzt, ja, und 10,49 ist ja super wert. Jeder, der sich ein bisschen mit D3 auskennt, weiß, das ist es nicht. Dann hatte ich ja D3 also eingenommen und die Kofaktoren. Dann ist er natürlich, nachher war der bei 80. Hier hatte ich dann ja den Selbsttest gemacht, hatte ich ja ein Video drüber gemacht. Im Winter, wo wir wenig rausgegangen sind, hatte ich überhaupt nicht eingenommen. Da war der dann bei 50 und Tarix war trotzdem sage und schreibe 94. Ne? Boah, bin ich immer noch begeistert. Das wäre es dann im Anschluss, der Weg zur Klinik. Welche Klinik? Kosten habe ich euch gesagt, habe ich auch nochmal abfotografiert, sobald die Ergebnisse da sind, werde ich euch informieren, bin aber guten Mutes, dass sowieso alles in Ordnung sind. Bis denne, morgen eröffnet die, ne, das ist Video, stelle ich jetzt morgen rein, also heute eröffnet die mal am 18. Oh, ich freue mich so, ich bin die Erste, die da ist mit Tarik und Beke. Bis denne, eure Katja, ciao, ciao. So, jetzt fahren wir zur Klinik. Das ist ja eine Privatklinik. Ich will ja nur Blut abnehmen. Schon ein tolles Auto, ne? Mit diesen Zeigedingern, ne? Finde ich ja schon cool. Haben wir Klima an? Jetzt habe ich angemacht, ja. Deutschland eigentlich, ich musste nicht nüchtern sein bei TSH, TS4 und den ganzen Krimskrams da. Mal gucken, was die sagen, ob ich nüchtern sein muss. Oh, zu verkaufen eine 2 plus 1. Hast du? Nee, kein Mehrblick. Hier gezeigt. Die Klinik heißt ja wie diese Burg da oben, oder? Ja, ist hier drin. Oh. So was gibt es hier in der Türkei auch, dieser Dings. Auf jeden Fall gibt es hier direkt bei dieser Siedra Klinik einen Bücherpark. Leute, ist der Hammer. Da sind die ganzen Schriftsteller, Gedichter und sowas drauf. Da. Ah. Scheint leer zu sein. Der kam auch um die Ecke, dann war auch Blutabnahme. So, die Siedra ist gleich hier bei dem großen Spielplatz und Fitnesspark. Mal gucken. Ah. Leute, ich kenne die Blutabnahmen, wollte ich euch letztes Mal schon zeigen, von Deutschland. Ne? Hier machen die einfach so kleine Pflaster drauf. In Deutschland kriegst du dieses Watte-Ding und noch ein riesen Pflaster drüber. Und hier einfach mal so. Das Rote ist Blut, weil mein Blut immer so rausgeschossen kommt.